Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister im Islam. Morgen, am 12.09.2016, ist Eid al-Adha, das Opferfest. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von jedem Einzelnen sein Fasten annehmen, wer heute am Tag von Arafah, einen Tag vor Eid al-Adha, freiwillig gefastet hat. Amen. Und gleichzeitig hat die Hajj begonnen und möge Allah subhanahu wa ta'ala von jedem Einzelnen, der die Hajj vollzieht, sein Hajj annehmen, Amin. Und dies soll ein Ansporn für uns sein, inshallah, die Hajj zu vollziehen, liebe Geschwister. Man kennt das doch, seien wir doch ehrlich zu uns selbst, man kennt das aus den eigenen Reihen. Ja, ich fliege nach Libanon, ja, ich fliege nach Türkei, 20.000 Euro hier, 30.000 Euro da, 40.000 Euro dort. Aber wenn dann die Frage kommt, warum gehst du nicht zur Hajj, sagt die Person vielleicht, inshallah, möge Allah mir das geben, Amin. Aber ich meine, wenn wir uns doch einen Urlaub leisten können oder ein Auto oder jedes Jahr ein neues Handy, dann können wir uns doch sicherlich die Hajj leisten. Plus, die Hajj ist eine Säule des Islams. Und mindestens, dass wir sie einmal in unserem ganzen Leben für Allah subhanahu wa ta'ala antreten. Sagen wir nicht immer, Mekka ist die schönste Stadt, Mekka ist die beste Stadt, inshallah einmal nach Mekka, inshallah irgendwann. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir dieses gewähren, Amin. Aber wir tun nichts dafür. Wir tun nichts dafür. Um dahin zu kommen, müssen wir was tun. Bis zum nächsten Mal, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.